Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier im Orbit von Menai und dort sollen wir ein Matriarchen der Turianer retten, damit wir Unterstützung vom Turianischen Ratsherr bekommen gegen die Invasion der Weeper. So, wir nehmen natürlich wieder mal Liawa und James mit, weil wir niemanden anderen haben. Und ja, das ist ja alles auch richtig, die Bewaffnung. Die Bepunktung, da geht auch nicht mehr. Oh nein, nein, das ist Palavan. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße! Sie werden ausgelöscht! Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt! James. Öffnen Sie die Luke. Na, wunderbar. Oha. Schon hier im Marco. Nee, nicht, ist ja nicht der Marco. Das ist ja dieses andere Ding da. Naja, überrannt sieht für mich jetzt anders aus. Ja. Palavan. Auch schon im Chaos. Ja, kommen wir hier nicht hoch? Ich glaube nicht. So. Wir sind schon mal gelandet, das ist schon mal sehr gut. Und ich weiß nicht, wie wir... Wieso geht denn das jetzt? So, turianischer Soldat. Wo ist Ihr kommandierender Offizier? Geradeaus und um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. Okay. Aus und um die Ecke. Was haben wir denn hier? Ersatzteile bergen. Aha. Ach, da oben. Nicht schießen, Verbündete. Okay. Sehr nett. Den kommandierenden Offizier finden. Okay, das dürften wir hinkriegen. Hallo. Müssen wir nicht. Wow. Ich dachte, wir müssten mit dem reden. Aber was haben wir denn hier? Das Kenntnis des Terrors ist unser einziger Vorteil, aber der hält nicht ewig, wenn sie weiterhin Truppen auf uns setzen. Wir halten dieses Gebiet so lange wie möglich. Ich verlinke meinen Transponder mit den Vitalsignalüberwachungsanzügen in den Anzügen der Einheit. Wenn er ausgeht, schicken sie schnell wie möglich eine andere Einheit hinterher. Mhm. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartos, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen.
Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Wie ist die Lage hier auf Minai? Wie schlimm ist es, General? Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider... irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Ihr Verlust tut mir leid. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Oha. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Ach, da. Vor Paladin. Na dann, vorwärts! Und mit jedem, dem wir helfen, bekämpfen wir den Krieg ein bisschen. Das Shuttle mit den Jägermechanikern ist nicht eingetroffen. Wahrscheinlich verschollen. Wie viele Jäger müssen repariert werden? 29, Sir. Die Crew soll nur kritische Reparaturen der Stufe 8 durchführen. Ich will jeden halbwegs funktionstüchtigen Jäger so schnell wie möglich in der Luft sehen. Ist das klar? Jawohl, Sir. Oh Mann, es wird hier schon auf alles verzichtet. Wer ist das denn? Rauf und dann links. Dort ist die Hauptbarrikade. Okay. Was haben wir hier? Medikit? Ein Datenpad. Betreffend Nachschub. Sie haben uns Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was Sie dachten, was wir damit anfangen sollten, aber ich nehme an, wir sollten trotzdem dankbar sein. Die Energiequellen können so funktioniert werden, dass die Filtereinheiten unsere Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn die nicht so schnell verstopfen. Mhm. Noch so ein paar Panzerungs-Upgrades. Durchschlagsmod. Eine Skimitar. Erstmal weiter. Ich kann hier nicht. Hä? Wie? Was? Hä? Ist das nicht der richtige Weg? Wieso konnte ich da gar nicht lang? ETF. War sehr merkwürdig. Oh, was ist denn da oben? Okay. Es wird schon, das schaffen wir. Danke. Okay, da hinten. Sie stehen alle bereit? Sehr schön. Damit haben wir schon mal einen großen Teil des Ganzen hier ausgeschaltet. Wow. Wow. Eieieiei. Schön auch mit solchen Sequenzen dazwischen. Ja, aber du bist nicht feindlich. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Okay. James macht das. James, Sie reparieren den Turm. Wird gemacht. Kann zwar eine Weile dauern, aber ich gebe mein Bestes. Okay. Da kommen Sie. Bereit, Liara? Darauf können Sie wetten. Ich glaube, ich habe lieber Biotik-Kampfkraft als ein Wow. Okay, wir müssen, glaube ich, umstellen.
Oh Gott. So viele Husks hier. Waren das alle? Erledigt, Commander. Bin auf dem Weg nach unten. Aber läuft doch derzeit ganz gut der Kampf hier. Na wunderbar. Munition, wir haben alle da. Was müssen wir machen? Zum Verteidigen. Also es dürfte klappen. Wow. General, hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelavin-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Verstanden. Oh shit. So, wir sollen weiter den Turm verteidigen. So, da haben wir ein bisschen Zeit geschaffen. Wow, wir sind schon zu nah. Okay, wir müssen alles einsetzen, was wir haben. Okay, okay, okay. Wow. Perfekt, perfekt, haben wir. Wow. Commander Shepard, bitte kommen. Okay. Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelavin-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Sind unterwegs. Ja, wunderbar. Ich weiß noch nicht, ob das gut klingt. Fast geschafft, was? 30, 50, was? Wahrscheinlich brauchen wir 50 Level. Ja. Ah, jetzt muss ich hier links rauf. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Garrus! Dakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rührend, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Pelavin. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelavin verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Pelavin-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Großzügig auslegen? Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Kann man ihm vertrauen? Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das nicht warten, Joker? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen.
Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit viel Flugfeld. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Das coolste Schwein der Galaxis. So, wir müssen zum Flugfeld. Was hat Garrus so? Nur den Betäubungsschuss. Sehen Sie, dass der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Oha. Was haben wir denn da? Ein Marodeur. Shit. Das ist nicht gut. Denn wie wir alle wissen, sind Turianer Kampfschweine. Okay, ich würde eigentlich vorschlagen, dass man versucht vorzurücken. Aber wir haben eine so gute Verteidigungsbasis, dass wir das erstmal nicht machen. Ich wollte die Munition aufsammeln und das, was hier liegt. Wow. Was kommt da denn runter? Oh shit. Nicht gut. Oh Gott. Rauf da. Gar nicht gut. Muss die Waffen wechseln. Wow. Das ist nicht das Problem, aber... Ja. Ich glaube, wir sind jetzt... Echt? Fertig. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Nein, ich will hier hoch. Spat. Mensch. Ja, muss ich einsammeln. Oh shit. Da ist Pelavan. So, wieder los. Ich hoffe, der Mann ist schon wieder da. Jo, wir sind auf dem Weg. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Aha. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Na, wunderbar. Ich will hier nicht lang laufen. Ich check's manchmal nicht. Ah, okay. Hier hoch. Haben wir ein schönes Geschütz. S drücken. Was? Wahrscheinlich, es war I. Nice. Ich klipp sie einfach aus. Mal sehen, ob ich drei auf einmal schaffe. James, ey, richtiges Kampfschwein. Okay, weiter geht's. Wer ist der Nächste? Nice, aber so ein Geschütz hat schon was. Sie dürfen einfach nur nicht nah genug kommen. Sehr schön. Alte Redensart der Mensch. Pille Palle. Pille Palle, ja. Wow. Wow, die kommen jetzt nah. Schon. So.
Oh, fuck. Was zum Teufel ist das denn? Oh, shit. Ich will nicht. Oh, fuck. Ein Rohling. Bringt halt gar nichts, ne? Wow. Oh Gott, ich hab mit der falschen Taste gesprintet. Da. Ich habe übrigens festgestellt, ne, das Lila, ne, ist übrigens die, das Schild. Habe ich schon mal gesagt, dass der viel zu viel Rüstung hat? Oh shit. Was zur Hölle war das denn? Commander Shepard, hier ist General Corinthus. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Na wunderbar. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Aber wir werden Ärger kriegen. Das ist der Krieg, der bittere Krieg hier. Ja, das musste man unbedingt mit einer Animation machen. Verdammt, sehen Sie sich Palavin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Au. Oh. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag, 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch, aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. So, hier ist ein Datenpad. Achso. Ja, es ist nur ein zwei aufsammeln. Ich wollte die ganze Zeit warten jetzt, damit ich hier den Text vorlesen kann, aber dann nach Hause ist nur so ein Datenpad zum Geld holen. So. Aber ich finde das sehr schön mit diesen smoothen Animationen, wenn man hier drüber was zur Heilige. Schießen die auf das Schiff da? Scheint so, ne? Aber allein diese riesigen Trümmerfelder hier, das ist halt schon Wahnsinn. Ach nö. Was? Oh Gott, da sind echt noch mehr. Gut, dass du es gesagt hast. So viel zum Thema keine Schwierigkeiten, ne? Scheiße, ich hasse diese Dinger. Ja, das verstehe ich. Wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Nur ist es mir das Ding zu nah. Das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Ja, das ist wahr. Außer Shepard vielleicht. Und wen haben wir denn hier? Na, wunderbar. Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir, wir schaffen das schon. Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Ach, schon wieder nur Credits. So, Richtung Süden. Ich weiß nicht, was Süden hier ist. Aber wahrscheinlich einfach weiter den Weg. Oh, shit. Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Oh Gott.
Das ist halt echt nice. Also, Loco, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Und das, obwohl man eigentlich mit den Kroganern zusammenarbeiten kann. Die Genophage. Das klingt übel! Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihm! Wow, wow, wow. Na, wunderbar. Der fängt ja super an hier. Wir müssen uns zum Primarchen vorbereiten, würde ich sagen. Das ist die oberste Priorität. Ein Reaper Blackstar. Wow! Oh Gott! Was? Heilige Maria! Das Ding hat reingehauen. Da hinten ist noch einer. In die Anlage vorrücken. Schon unterwegs. Achtung. Oh, wo? Da. Ding ist, ich habe hier keine Deckung. Ich will halt nicht wissen, was das ist, was da auf mich zuläuft. Ein Rohling, ein weiterer. Na, wunderbar. Zwei Stück. Ah, okay. Haben wir. So, die Kleinen sind besiegt, jetzt nur noch die Großen da. Ach, der kämpft mit seinem Sturmgewehr. Ich dachte schon, nämlich... Wow. Bringen mir diese verdammten Mistkerle in die Knie. Ich dachte schon, er macht den Teambeschuss. Oh, der Mann, er hat aber auch. So, den ersten haben wir. Wow, mein Schild ist down. Oh oh. Oh Gott. Wo? Oh shit. Die sind schon bei mir. Und sowas muss ich mich auch kümmern. Oh Gott, was? Wie viele von denen sollen denn noch sein? Natürlich kann ich den nicht treffen. Der Krieg ist einfach hardcore. Wow. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht Sie woanders, General. Ich bring Sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich
bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Aber warum zögern Sie? Sie wollen nicht qualifiziert sein? Ich halte nicht viel von Vorschriften. Und ich stoße andere gern vor den Kopf. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Krieg ist mein Leben. Ich habe ihn im Blut. Aber diese Art Leidenschaft lässt einen rücksichtslos erscheinen. Auch wenn man es gar nicht ist. Sie sind perfekt. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Vectus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden Sie mit diesem Gipfel Ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Commander? Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ach, die wollen sich doch alle selbst umbringen, weil ganz im Ernst, die Asari, die Salarianer, die Turianer vertraue ich jetzt schon. Aber ich würde sagen, diesen Konflikt lösen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.